Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Attacke am Bahnhof Schöneweide. Das ist in Berlin, irgendwo im Südosten, gehört zu Köpenick. Ein Ort, von welchem ein normaler Berliner denkt, dass die Welt da noch in Ordnung ist. Verglichen mit dem Rest dieses Dreckslochs wohlgemerkt. Mann reißt Frau zu Boden und hämmert mit Stein auf ihren Kopf. Was ist nur mit unseren Männern los? Brutaler Angriff vor dem S-Bahnhof Schöneweide. Mit einem Stein soll ein Mann mehrfach auf den Kopf seines Opfers eingeschlagen haben. Festnahme. Gegen 18.15 Uhr am Sonntagabend soll der Mann 31 zunächst einen Pflasterstein nach einer Frau 58 geworfen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Als er sie verfehlt hat, soll er der Frau hinterhergerannt sein und sie zu Boden gerissen haben. Mit dem Pflasterstein schlug er dann laut Polizei mehrmals auf den Kopf der 58-Jährigen. Mit schweren Kopfverletzungen kam die 58-Jährige in eine Klinik. Der Schläger, der zudem noch einen offenen Haftbefehl laufen hatte, wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Polizei ermittelt. Ja, und das war's auch schon. Mehr hätte man aus der Presse nie erfahren, gäbe es dort nicht News. Gewaltattacke am S-Bahnhof. Berlin. Mann mit ungeklärter Herkunft schlägt mit Pflasterstein auf Frau ein. Ich lese mal nur den entscheidenden Part hier vor. Nach News-Informationen ist die Herkunft und Staatsbürgerschaft des Täters ungeklärt. Heißt, die Herkunft des Täters ist unbekannt und kann von den Behörden nicht geklärt werden. Man weiß also nicht, wo dieser Mann herkommt. Das beste Deutschland aller Zeiten, Freunde. Es kann sich bei staatenlosen Personen zudem auch um Menschen handeln, die ihre Identität nicht aufklären wollen. Rund 95.000 Menschen haben in Deutschland eine ungeklärte Staatsbürgerschaft. Ab 100.000 Einwohnern spricht man übrigens von einer Großstadt. Das heißt, wir sind 5.000 Personen dieser Art davon entfernt, insgesamt hier eine Großstadt voll mit Personen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft zu haben. Kommen wir nach Österreich. Brutale Attacke in Wien. SPÖ-Politiker verprügelt. Mir kommen die Tränen. Warum sage ich das so blöde? Ich sage das so blöde, weil die SPÖ die österreichische SPD ist. Und ich weiß, wer die Täter sind und was der Grund für die Tat war. Und da muss ich leider feststellen, verdient ist verdient. Besser er als jemand, der diese Zustände ablehnt. Wenn so eine Tat jemanden trifft, der für Taten dieser Art mitverantwortlich ist, der Taten dieser Art überhaupt erst ermöglicht, dann sehe ich darin ein Stück weit die Gerechtigkeit des Universums. Am liebsten wäre mir natürlich, es gäbe gar keine Taten dieser Art. Der ehemalige SPÖ-Bezirksrat Dorian Rammer wurde am Wiener Naschmarkt Opfer einer brutalen Attacke. Nachdem er von einer Gruppe Migranten beleidigt und beschimpft worden war, eskalierte die Situation und es kam zu dem gewaltsamen Übergriff. Rammer berichtete gegenüber OE24, dass er während des Angriffs zu Boden gebracht wurde und mit dem Kopf auf die Straße aufschlug, was zu einer 4-Zentimeter-Wunde führte. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Als die Gruppe auf ihn losging, sah ihm niemand zu Hilfe geeilt, kritisierte Rammer den Mangel an Unterstützung in solchen Situationen. Rammer machte den Fall in den sozialen Netzwerken öffentlich. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto seiner Verletzungen, das ihn mit einem Kopfverband zeigt. Er schreibt dazu: Rauferei mit ein paar sehr homophoben Männern, die sich bewusst auf den Islam berufen. A bissel Wehrdiskussion und schon liegst heutzutage. Ja, nochmal, es tut mir leid. Besser du als jemand, der diese homophoben Männer, die sich auf den Islam berufen, ablehnt. Du hast das mehr verdient als der Alkoholiker Ronny von der Straßenecke, der sich darüber beschwert, dass es hier zu viele Flüchtlinge gibt. Der FPÖ-Politiker Leo Lugner kommentierte den Vorfall auf X. FPÖ entspricht in etwa unserer AfD. Es zeigt sich erneut, dass die Revolution immer ihre eigenen Kinder frisst. Jene, die am lautesten Refugees Welcome riefen und unsere Warnungen ignorierten, werden nun selbst zu Opfern. Trotz berechtigter Kritik an der ausufernden LGBTIQ-Propaganda ist diese abscheuliche Gewalt strikt abzulehnen. Ich wünsche Dorian eine rasche Genesung. Ja, ich schließe mich da an. Ich möchte das nochmal deutlich machen. Ich sage nicht, dass jeder SPÖ-Politiker auf die Fresse bekommen sollte. Ich sage, wenn es von Migrantengruppen auf die Fresse gibt, dann bitte lieber jemand, der diese Zustände herbeigeführt hat. Auch weitere User auf X erkennen die Diskrepanz zwischen der linken Willkommenskultur und fremder Kulturkreise und Sitten. Islamistenkuschler Ludwig hat alles im Griff.
schreibt ein User. Bleibt zu hoffen, dass er jetzt zumindest über seine Gesinnung ein wenig nachdenkt. Die Einladungspolitik der SPÖ trägt sehr zu diesen Zuständen bei. Gute Besserung, macht ein weiterer User auf die Missstände in der SPÖ-geführten Stadt aufmerksam. Er fuhr im Auftrag des Jugendamts. Verurteilter Taxifahrer missbrauchte wieder Kind. 3 Jahre Knast. Mohammed K., 43, der nördlich von Hildesheim wohnt, arbeitete für ein Taxiunternehmen aus dem Kreis. Sein Job? Förderungsbedürftige Kinder zur Schule bringen, sie danach zu einer sozialpädagogischen Tagesgruppe fahren und schließlich wieder nach Hause. Zwischen Anfang September und Oktober 2023, so lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, belästigte und begrapschte er das Mädchen immer wieder. Schließlich überredete er die 9-Jährige dazu, ihn im Genitalbereich zu berühren. Die Schülerin behielt das Erlebnis nicht für sich, meldete es. Anzeige bei der Polizei. Was das Jugendamt als Auftraggeber offenbar nicht wusste, gegen Mohammed K. lief bereits zu diesem Zeitpunkt seit Monaten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Kindesmissbrauchs. Dieses mündete am 11. September 2023 in einem Prozess vor dem Amtsgericht. Urteil damals? 1 Jahr Haft auf Bewährung. Nach Gerichtsangaben war der Schuldspruch nach einer Woche rechtskräftig. Der für das Jugendamt zuständige Landkreis Hildesheim teilte auf Bildanfrage mit, dass der Träger der Tagesgruppe erst am 22. September die Behörde über die angeblich bisher nicht rechtskräftige Verurteilung informierte. Das Jugendamt reagierte sofort. Einen Tag später untersagte es der Taxifirma, den Fahrer für die Kindesbeförderung einzusetzen und drohte, den Auftrag zu entziehen. Trotzdem transportierte Mohammed K. weiterhin Kinder. Nachdem am 20. Oktober der 2. Missbrauchsfall bekannt wurde, beendete das Jugendamt die Zusammenarbeit mit dem Taxidienst. Welcher Taxidienst war das denn? Wer führt denn diesen Taxidienst, wenn ich mal fragen darf? War das Manfred der Taxifahrer oder wer war das? Im Prozess vor dem Landgericht Hildesheim bestritt der 43-Jährige die Übergriffe auf die 9-Jährige, die zuvor vernommen worden war. Die Richter glaubten ihm kein Wort. Urteil jetzt: 3 Jahre Knast. Wir haben hier ein Hassverbrechen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts.